Herzlich willkommen bei Planet Zoo. In dieser Folge zieh die Erdferkel ein. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Wünscht euch der Metalizer. Treten, das heißt, das ist ja mega gut, ey. Wartet mal, dann machen wir das mal jetzt richtig cool. Und zwar. Reddit seit 30 Minuten offen. Ich klatsche dann nicht nur Beifall. Gleich klatscht es, aber kein Beifall, ja, ja. Hm. Was postest du denn so auf Reddit grundsätzlich, Danilo? Das ist der. Hier ist das Gästetor. Das packen wir hier in das Gästetor. So. Haben wir überhaupt hier schon. Okay, das hier ist der Eingang, ja, alles klar. Gut, das heißt, die Gäste können aber hier auch rumlaufen. Nix. Ach so. Warte mal, du hast Reddit seit 30 Minuten offen, hast aber nichts gepostet, aber du postest sonst auch nichts? Ich bin verwirrt. Bin ein wenig verwirrt, um ehrlich zu sein. Aber das ist okay, man kennt mich auch so. Gut. Oder bei einem Post einen Cyberpunk-Sub machen, um Mitspieler zu sein. Hä? Rollenspiel, oder? Die ist besser. Ich glaube, das Gehege ist viel zu groß für die Beine. Wir gucken daher mal, wie groß die sind. Bam, 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 bam. Warte, wo war denn das nochmal, ey? Man konnte eigentlich. Wie, alles mittel, alles hoch, ey. Alles ultra. Wer kann denn auf die Idee, ey? Erstmal brauchen wir Szenarien. Achso, Szenarienkollision deaktivieren, ja. So. Viel besser. Wir müssen aber irgendwie gucken, dass wir das Wetter nochmal ausschalten können, weil das ging in der Beta. Und auch die Uhrzeit und sowas konnten wir einstellen. Da geht es jetzt ja gerade nicht mehr. Ach, Pen and Paper. Ach, Pen and Paper. Du machst Pen and Paper, das wusste ich gar nicht. Alice macht das ja auch. So, kurz pausieren. Gelände. Okay. Also, die brauchen eigentlich nur 330 Quadratmeter. Das heißt, wir können das mal ein bisschen kleiner machen hier. Und zwar so. Aber dann brauchen wir nämlich das ganze, den ganzen Kladderadatsch hier hinten nämlich nicht. Und nämlich einfach alles hier auswählen so. Und löschen. Da haben wir nämlich schon gleich wieder kein Geld mehr. Gut. Ein neues Tier ist im Zoo angekommen. Das passt jetzt von der Größe her. Malen, kurzes Gras. Erstmal alles hier kurz mit Gras hier rüber, dann brauchen wir ein bisschen Erde. Das sollte dann auch passen. Wasser brauchen die nicht. Hilfe, aus mit der Hilfe. Erstes Mal. Oh, das wird sicherlich spannend und lustig. Ich bin halt so komplett untalentiert, was das, also was Pen and Paper angeht. Das ist halt, ja. So. Umgebung. Biome. Also, hier können wir es nämlich einstellen. Zum ersten Mal brauchen wir
Erdferkel. Dann bauen wir einen Rückzugsort. Vielleicht so einen einfachen hier. Dann kriege ich hier noch Schlafmöglichkeiten. So. Das machen wir gleich nochmal ein bisschen zu, glaube ich. Ein Heizkörper? Krass, okay, das ist wohl auch, das ist auch neu. Und die, wobei die Klimaanlage gab es vorher auch schon. Dann damit die was zu trinken haben. Kommt das dahin? Die kriegen aber eine große Futterschüssel. Hier. Oh. Sehr schön aussehen, ne? So, Natur. Danke, hi. Grüß dich, wie geht's dir? Bei mir ist alles gut soweit. Ich hab mir heute mal ausnahmsweise einen halben Tag freigenommen. Um Planet Zoo zu spielen. Wie geht's dir? Wie kann man da verunterentiert sein? Naja, wenn du halt deine Freunde schlägst. Im RP. Also bei Pen and Paper. Ja, weiß ich, also wenn du halt absolut keine Geschichten, also wenn du halt kein Geschichtenerzähler bist, also das, ich kann das zwar, ne, aber man braucht halt auch Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, mitziehen, Bock haben und so. So, Biom, Graslandschaft und Tropen, Graslandschaft, Tropen. So, und jetzt können wir nämlich die Pflanzen für die beiden Erdferkel hier ganz gut platzieren. Naja gut, vielleicht so einen großen Baum vielleicht nicht unbedingt. Ah, wobei, bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch ich kann vielleicht auch nochmal so ein kleines Wasserloch hier machen oder sowas für die Tiere. Fährt nicht mit hohem Gras, das ist glaube ich auch irgendwie doof. So, da kommt nämlich was hier nämlich ein bisschen tiefer noch. Dann packen wir hier Wasser rein. Das sieht ja ganz nett aus dann. Nobby, hi, grüß dich. Viel zu tun, Yankee? Mit der, okay, ja, DM muss man nicht sein, also der Spielleiter, das stimmt. Ja, viel zu tun kenne ich. Wie läuft dein Studium? So, Natur, jetzt machen wir mal wirklich, machen wir mal ein schönes Gehege. Zu viele Projekte in der Hochschule und Gaming-related. Ach. Mir war gar nicht bewusst, dass so viele, das, also, aber ist auch gut, ich meine, na, die Spielzeit sollte man halt schon versuchen, so gut es geht zu genießen, auch wenn das manchmal ein bisschen schwerfällt, glaube ich. Aber ich habe da leicht reden, weil ich habe halt nie eine Uni von innen gesehen.
Ich habe halt nur Maschinenbau studiert und jetzt kenne ich meinen Körper halt in- und auswendig. Ja. Weißt du, der war ziemlich schlecht. Warte mal, kommt man nicht irgendwo noch... Könnte doch irgendwo einstellen... Positionsausrichtung? Nee. An Oberfläche ausrichten. Ja genau, so kommt man nämlich dann auch noch. Aber das brauchen wir glaube ich nicht. Ein Rohrschiff. Ja, Rohrschiff passt nicht, oder was? Mist. Schade. Das hier wieder mal kurz auswählen. Drei Monate, das letzte Mal die Kiste angehabt. Was? Krass. Alter Schwede, ey. Nein, das war nicht in der 8. Klasse, das war in der 9. schon, ja. Also bitte, Danilo, wenn, dann muss man auch die, dann muss man auch bei der Wahrheit bleiben. Aber immerhin war ich noch eine Woche schneller als du damals. Aber so lange, ey. Ich weiß nicht, ich könnte auf Gaming nicht verzichten. Die Gerüchte sagen 8. Ja, okay. Dann muss ich mal mit demjenigen sprechen, der die Gerüchte in die Welt gesetzt hat, glaube ich. Das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Das ist ja der Zuständige hier. So. Die Besucher sollen ja durchlaufen können. Ja, Dark, echt mal, ey. Warum sagt Dark denn 8, ey? Ein schöner, netter natürlicher Weg. Warte mal, ein natürlicher Weg, der dein Gelände mit unterbrochener Begrenzung unterteilt. Ein natürlicher Weg mit unterbrochener Begrenzung. Was? Wo ist denn der Unterschied? Aber wir wissen es nicht. So, das heißt, die Besucher können halt hier so durchlaufen. Und das ist halt schon echt cool. Ja, ich weiß nicht viel. Ach so, du meinst die Kiste. Ach, du meinst Stream. Ja, ey, ich kenne das. Ich kenne das zu gut. Weiß, was du meinst. Sag mal, haben wir keine Spenden? Wo sind die Spendenbüchsen? Da. Ich weiß sehr gut, was du meinst, ja. Warum können wir es hier... Da, hier können wir es hinpacken. So. Ist das nicht schön hier? Wunderbar, oder? Das ist einfach eine Sicherheitskamera. So. Ja, okay, die wird hier ein bisschen komisch angezeigt. Okay, wir sprechen nicht über die Vorschaubilder. Ohne Umgebungslautsprecher, wobei wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. Was spielst du denn eigentlich im Moment, Yankee? Das habe ich übrigens gebaut in der Beta noch damals. Das ist so eine Infotainment-Tafel. Auf Holz. Also, das ist halt, ja. Das ist halt ganz cool, weil mich hätte diese einfache Box halt irgendwie gestört. Und dann habe ich das halt selber kurz gebaut, so. Also. Nicht schön, aber selten. Bildungsinhalt, Erdferkel. Zack. Wobei,
Vielleicht ist es ein bisschen doof, wenn die Leute sich hier hinsetzen und da auf die darauf gucken wollen, dass das Ding halt hier so platzieren wir vielleicht noch mal ein bisschen woanders hin. Besser. So ist das, glaube ich, wesentlich besser. Gut, dann lassen wir laufen. Es regnet schon wieder hier. Ah, stabiler Rückzugsort 37% nur. Ja, da sind schon die ersten. Hallo. Oh, wie süß. Können wir noch irgendwo. Ah, hier, warte, pass auf. Das ist Danio. Hat es sich gerade da. Naja, das hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht gemacht. Oder hinten kommt die ersten Besucher. Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, sagt der Metal. Also, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt zu Planet Zoo, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis zur nächsten Folge, euer Metalizer.